Wir haben unser Ananas vorbereitet. Ich glaube, die meisten kennen den klassischen Schnitt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Einmal einfach Ringe runterschneiden. Dann müsst ihr den Strunk rausmachen. Ich finde das ein bisschen kompliziert. Und meine Empfehlung wäre, da wir beim Thema Grillen sind, würde ich die Ananas in Spalten schneiden. Dann könnt ihr nämlich den Strunk auch einfacher entfernen. Zu dieser Kombination, so wie wir es gemacht haben, geht ein Geflügel wunderbar. Würde ich aber auch einen weißen Fisch dazu sehen, dass du sagst, keine Ahnung, schöne Scholle, schöne Seezunge und ein Scampi, ein Krustentier dazu gebraten, wäre auch cool.